Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir haben... Warte mal, jetzt checke ich erstmal, was brauche ich für meine Geräte. So, Multipurpose Room. Dafür brauche ich nur 6 Titan. Dafür brauche ich 2 Titan, 2 Blei, was richtig hart ist. Der Rest ist echt nur Titan, ne? Lithium klar, Glas klar, Quarz klar. Kriege ich auch zusammen einen Scanner Room. Quarz, Titan, Kupfer kriege ich hin. Auch das alles machbar. Hab zwar noch nicht zum Essen, aber nicht so schlimm. Mich stört halt nur der Blei-Scheiß gerade. Und das sogar tierisch. Okay, ich habe hier bestimmt irgendwo Blei, oder? Nein, ich will nicht schreiben. Ich möchte ganz gerne schauen. Magnetit. Silber, Gold, Kupfer. Erstes Nope. Der zweite ist Nope. Wobei ich hier sicherheitshalber sauber switchen werde. Weil ich mitnehmen werde wegen Kupfer für eine weitere Batterie. Dann musst du jetzt mein Hoffnungsbringer sein. Wir haben ein Blei. Ja, ein Blei. Nice. Wo habe ich Blei gefunden? Was sagt meine Hauptbase? Habe ich da noch Blei? Wir kriegen genau eine Foundation hin, Leute. Eine Foundation ist nicht viel. Ich brauche ein paar mehr. Was machen wir denn da? Oh, warte mal, ich habe noch leere Batterien, ne? Switch. Switch. Ich wundere, dass sie so wenig vom ersten Teil schon eingebunden haben, obwohl sie es jetzt schon machen können, ne? So. Ich habe mir Gott sei Dank Beacon da hinten hingesetzt, weil ich meine, dass da hinten das Ding herkam, aber wir werden jetzt erstmal ein bisschen Wasser und Co. Und Fische auch ein bisschen salzen. Ein paar Blasenfische. Habe ich noch genug Wasser? Ja, geht so. Ich ärgere mich, weil ich Blei brauche. Verdammt, ey. Gut. Was zu futtern? Oh, ich habe kein Salz. Habe ich hier noch Salz? Jupp. Okay. Das geht immerhin endlich mal. Was habe ich denn? 1, 2, 3, 4, ne? Dann tun wir 4 Fische machen. Aber mit 4 Fischen kommen wir gut hin. Dann suchen wir nämlich da hinten jetzt in dem Bereich nach Blei. Ich bräuchte zumindest so 4 Foundations, wäre schon nice. Oben 2 Stück für Multipurpose Room mit einem Gang raus und nach unten. Das wäre jetzt so mein Gedankengang. Dass wir da unten auf jeden Fall auch was haben. Damit wir uns da einfach runtergehen können. Und dann die Expedition noch starten können, was da sich so noch Schönes verbirgt. Da hätte ich echt Bock drauf. So, was habe ich? Ich habe leere Fläche, 4 Stück davon. Das läuft und dann nehmen wir sicherheitshalber den Kollegen noch mit. Eine Ersatzbatterie habe ich. Ich weiß nicht, was der Tooltip ist, aber der Tooltip geht flöten. Dann hätte ich jetzt Platz für Blei. Okay, und Titan legen wir auch mal zurück, weil Titan kommen wir besser ran. Der kann nicht empty sein. Okay, der ist voll. Hier passt noch ein bisschen Titan rein. Was mit dir? Du bist auch voll. Alles klar. Ja, dann schwimmen wir hinten zum Beacon 1. Denn ich meine, da haben wir das Zeug gefunden. Und wir versuchen mal ein bisschen zu sparen. Und schauen mal. Ich meine, und bitte korrigiert mich, wenn ich mich täusche. Blei hat irgendwo da hinten bei diesen schwarzen Rauchern gestanden und freigeschwebt. Freigeschwebt? Hat da freigeschwebt? Doch, geschwebt. Levitiert? Was ist es eigentlich unter Wasser? Ist es unter Wasser atmen? Atmen sei schon. Levitieren oder schweben? Was ist es unter Wasser? Oder ist es einfach schwimmen? Ja, aber wenn es doch die Schwebe hält... Tiefsinnige Frage. Na komm, schalt mal vor. Mach alles aus und wir schwimmen da jetzt hin. Ja, genau. Hier so, da war das. So, was haben wir hier?
getan. Ja, genau hier. Hier hat das vorhin so rumgeschwebt. Verzieh dich. Droppen kann ich gleich immer noch. Erstmal wird es gerade eingesammelt. Da sage ich doch nicht nein, wenn es hier unten schon steht. Denn Sauerstoff hat noch niemanden geschadet. Das mal biegen. Hier sind die Tischkorallen. Titan. Kupfer. Genau hier. Was haben wir hier? Titan. Aber sehr, an Titan komme ich gleich ohne Probleme ran. Was haben wir denn hier? Silber. Kupfer. Okay. Oder weiß einer von euch nochmal, wo es Blei gab, Leute? Hat sich das einer gemerkt? Wahrscheinlich nicht, weil im ersten Teil war der Rohstoff halt, den brauchte man nur gegen die Radioaktivität, danach hat man in eine Tonne getreten. Aber mir scheint er anscheinend, gerade was Plattform angeht, einen ziemlich wichtigen Part zu übernehmen. Oh, da war Blei. Alles klar. Inventar voll. Okay, was schmeißen wir raus? Kupfer. Silber mag ich eigentlich ganz gern behalten, aber ja, da kommt man schon gut ran. Okay, wir essen was und wir trinken was. Also doch, es sind irgendwo die Schlote hier. Titan. Ich glaube, das hat einfach nur eine beschissene Droprate, kann das sein? Silber. Titan. Ja, da kommt halt alles raus. Gold. Magnetit nehme ich auf jeden Fall erstmal mit, davon haben wir noch nicht so viel. Titan. Limestone ist nicht. Ich glaube, dass es diese Silbercrops sind. Ne, Breakable Leap Crop. Okay. Merken wir uns, Breakable Leap Crop. Ich glaube, die habe ich noch nicht gescannt. Die sollte ich gleich mal überprüfen, ob ich die scannen kann. Oder ist jemand unten rechts das aufgefallen, dass man die scannen kann? Breakable Leap Crop. Limestone. Limestone. Leap Crop. Hä? Ja, du siehst doch gut aus. Ja, da. Und da habe ich die Chance, dass Blei rauskommt. Breakable Leap Crop. Scheint also bei den Rauchern hier zu geben. Oh, da habe ich ein ganzes Areal, ne? Ja, was habe ich hier? Ist wieder Silber, ne? Die sehen halt etwas grauer aus, habe ich das Gefühl. Und wundert es mich. Scheinen die nur zu schweben? Nee. Okay, was habe ich zusammen? 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht für zwei Plattformen erstmal. Ein weiterer wäre noch ganz nice. Dann hätte ich zumindest erstmal für drei Plattformen was. Oh. Deep Crop, Silver. Hier, du bist einer, oder? Ja. Titan. Na gut, die Chance besteht.
Ja, kann ich nicht machen. Da habe ich noch einen. Geh weg. Nett. Dann. 30 Seconds. Ja, mecker ruhig. Aber ich habe mir meine Stelle gemerkt. Das heißt, wir könnten jetzt. Wie viel Titan habe ich? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir könnten Multipurpose Room bauen und Co. So, da ist mein Ding. Das heißt, ich muss jetzt in die Richtung. In den Kollegen. Dann können wir uns da hinten nämlich die Base bauen. Schön, da freue ich mich jetzt drauf. Wir suchen uns wieder einen schicken Stein. Eine Scholle. Da komme ich nicht hoch, oder? Ich sag nein. Zwei Meter. Müssen wir noch ein bisschen. Aber zumindest ist das Areal hier, wenn ich mir den Boden anschaue, wir sind im richtigen Gebiet. Hallo Sea Emperor. So, jetzt muss ich hier nur noch wieder einen schicken Stein finden, mit dem ich den ganzen Shit wieder runterbauen kann. Ich meine, der Sea Emperor ist schon ein heißes Gerät, den als Deko hier zu haben. Frage, warst du das? Nee, du warst das nicht. Nee, du warst mir zu schmal, glaube ich. Ich glaube, wir sind hier rechts noch ein bisschen weiter gegangen. Ja, genau. Ich glaube, du warst das, ne? Ja, genau, wegen der Optik. Schön. So, dann kommt die erste Plattform. Packen wir das hier oben drauf. Hopp. Schön mittig. Schöne Foundation. Freischwebend, aber ja. Ich finde das wichtig, dass wir erstmal Viere haben. Damit können wir nämlich nachher dann schön nach unten. Da kommt ein Multipurpose Room drauf. Und genau jetzt fehlt es an. Stimmt. Ich konnte nur Dings bauen. 3. Da war was. Gut. Kriege ich Multipurpose Room trotzdem drauf? Und jetzt wisst ihr, warum ich da so die Dinger gerade haben wollte. Hallo? Könntest du das bitte rausnehmen? Okay, dann schwimmen wir per Hand mit einer Hand hoch, um Sauerstoff zu kriegen. Danke dazu. So. Ja, und darum wollte ich das ganz gerne. Was? Wir bauen die Foundation einfach rüber. So, Multipurpose Room. Und ihr seht, den kriegt ihr halt nie mittig drauf. Egal wie ihr das Gerät stellt, der ist nie mittig. Aber vielleicht funktioniert ja noch ein alter Trick. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ob das klappt. Ja, null. Ah! Ich sag jetzt nichts. Der Multipurpose Room wird jetzt einfach nochmal draufgestellt. Dass das überhaupt geht. So, und natürlich will er das so nicht, weil er sagt, nee, bei einer Foundation will ich das sinnvoller. Okay. Also muss ich schummeln und die Foundation drunter bauen. Schade eigentlich, Foundation kannst du mich frei platzieren. Aber der Multipurpose Room sagt, ne Junge, also wenn das einer aussucht, dann bin ich das. Das heißt, wir bauen die Foundation hier hin und darauf den Multipurpose Room. Mal schauen, ob er den, ja, guck mal, und genau da zickt er jetzt rum. Ach ja. Okay, pass auf. Wir hätten ganz gerne. Glaube ich, hier unten hätte ich den gerne. Geht das?
Echt zurückschwimmen und das Ding entfernen? 30 seconds. Okay, pass mal auf. Und nach oben. Gut, dass ich noch nicht verhungert bin. Aber eine gute Basis will gut über, durchsacht sein. So. Das ist jetzt das Lustige, ne? Hier im Multipurpose Room könnt ihr, wenn ihr wollt, hier überall hinballern, aber... Ja, mit diesen Steinen tut er sich auch wirklich schwer, muss ich dazu sagen. Ich kann das Ding außerdem, wie ihr seht, mitten ins Nichts stellen. Aber so richtig zufrieden ist er damit nie. Mensch. Okay. Foundation. Mein Freund. Was haben wir denn an Foundation-Möglichkeiten? Sag mal bitte, dass hier irgendwas geht. Okay. Ich meine, das ist doch eine gute Position. Kriegst du dich damit auch einverstanden? Ja. Und jetzt kommt nämlich der Spaß. Er sagt wieder, so nur halt. Gut, nicht schlimm. Bin ja... Mit mir kann man ja diskutieren. Ne? Auch wenn du dich nicht so richtig setzen lassen willst, aber... Mit mir kann man ja diskutieren. Ach, mittig lässt du dich jetzt setzen. Okay. Wir wollen nicht meckern. Meine Hauptbase ist nachher hier. Das heißt, wir bräuchten Quarz. Ich habe keinen Quarz gefunden, ne? Aber wir haben den Beacon. Den ich jetzt hier, glaube ich... Wir haben keinen Beacon. Wir haben mal einen Beacon mitgenommen. Wir gehen jetzt zurück, holen Quarz und den ganzen Kram und machen noch einen Abstecher für ein bisschen mehr Blei, denn ich will das sauber haben. Und dann erinnert mich dran, dass wir gleich Quarz mitnehmen müssen. Und dann erstellen wir da unsere erste Base. Fische, weiß ich nicht, wie weit da welche sind, da müssen wir nachher auch nochmal schauen. Hallo? Dass wir Nahrung haben. Gerade Blasenfische werden ein bisschen schwieriger, also an Wasser zu kommen. Das wird schon knackiger. Denn im Moment habe ich noch keine Möglichkeit, diesen Wasseraufbereiter zu scannen. Der wird mir halt überhaupt nicht angezeigt, dass ich den scannen kann. Was ein bisschen nervig ist. So, bist du die Steine, die ich suche? Ne, Silvercraw. Limestone war es auch nicht, ne? Der war Titan. Hier, du musst einer... Ne. Limestone, Silber. Wo sind denn die ganzen Schluchtendinger? Oh. Genau, du sagst mir so richtig früh Bescheid, ne? Läuft, Junge. Wir ersticken lieber. So. Wir suchen aber nichtsdestotrotz unsere... Ja, da waren noch nie welche drin, ne? Unsere speziellen Klumpen für Blei. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir zumindest gerade einen schnellen Abstecher. Titan, also hier war ich schon mal. Da ist auch noch Kupfer. Hier wird, glaube ich, der Jelly Shroom sein. Wenn ich mich recht entsinne. So. Limestone. Da, Breakable Leap Obby. Der hat die Chance auf Blei. Breakable Leap Ding hier. Limestone. Titan. Nee. Nehmen wir mal die Leap Dinger. Da haben wir wieder eins am Blei. Silberohr. Ja, wir sehen schon, hier haben wir schon fleißig abgegrast. Aber da wird nach einer Zeit auf jeden Fall was Neues spawnen. Limestone, ne? Ich glaube, hier sind unsere alten
Sauerstoffdinger, kann das sein? Oh, hier ist Quarz. Sauber, den brauche ich mir auch noch. Ha? Genau, hier ist die Sauerstoffzeile. Da waren, glaube ich, so viele Pflanzen, dass wir ohne Probleme hier ein bisschen hin und her genau bringen konnten. Dann frage ich mich, was passiert, wenn wir die 50 Dinger zusammen haben. Die habe ich schon gescannt. Nehme ich noch ein. Und das ist echt auch ein kleines Areal, ne? Wenn wir mal sehen, was danach noch kommen wird. Uiuiuiuiuiuiui. Quarz. Limestone. War ich hier unten überhaupt schon mal komplett? Das sind meine Korallen. Quarz, habe ich gesagt, nehmen wir ein bisschen was mit. Damit wir nachher die Base betreten können. Und zack, ist die Folge schon wieder vorbei. Ach, ich hasse das ja, wie schnell die Zeit mal vorbeigeht. Wie lange eigentlich das Gewinnspiel? Ich habe gesagt, das geht nach 2 Stunden zu Ende. Mach's gut in der nächsten Folge. Euer Sly. Ciao.